Rallen! Moin Chiefs, willkommen zurück zu Thinking with Time Machine. Heute wird gerallt, habe ich gehört. Wäre zumindest mal eine Idee, ne? So, wie geht denn das jetzt hier? Wir waren in diesem ewig langen, super geilen Monsterraum, um ihn mal so zu formulieren. Und ich weiß noch nicht so recht, was ich hiervon halten soll, denn irgendetwas muss ja offensichtlich getan werden. Aber was? Also, wir haben es immerhin letztes Mal hinter diese Laserbarriere geschafft. Was schon ziemlich aufwendig war. Und jetzt will ich wissen. Ach, kann ich so. Warte mal. Kann ich so diesen Knopf da drücken oder was? Ist das hier das, was die von mir verlangen? Dass ich diesen Knopf da oben jetzt einmal ordentlich im richtigen. Nee, hä? Nee, hä? Nee, was? Hä? Hä, was? Wie? Hä? Das macht alles keinen Sinn. Weil das Einzige, was ich doch machen kann in diesem Raum, ist diesen Knopf drücken. Das ist ja witzig. Das war jetzt gerade echt witzig. Das mache ich nochmal. Ach, warte mal. Nein, das ist ja... Wir haben ja hier eine Zeitmaschine. Oder? Wir müssen wahrscheinlich irgendwas mit der Zeitmaschine machen. Aber was müssen wir hier machen? Sollen wir hier zwei Leute durchfliegen lassen und die flapsen sich in der Mitte? Das ist ja totaler Blödsinn. Naja, vielleicht sollen wir das machen. So, dann wird geflapst jetzt. Pass mal auf. Er. Ja, ne? Er ist richtig. So, flapsen! Ah, ne. Ja, das ist egal. So, das war geflapst. So, und jetzt, will ich auch flapsen. Ist das hier der Plan? Einfach ein bisschen rumflapsen? Die braucht er jetzt ein bisschen, bis die losflapst. Nee, das bringt ja null. Bringt ja echt null. Oder sollen wir hier... verdammte Axt. Wie wird denn hier geflapst? Das ist mir gerade ein bisschen verwirrend. Muss ich sagen. Ich wüsste auch gerne, was dieses Ding hier an der Wand soll. Da kann man ja offensichtlich nichts mit tun. Aber das wundert mich ja schon wieder. Das ist doch völliger Unsinn, dieser Raum. Was muss ich hier tun? Ich muss ja irgendwie eigentlich dahin. Ja, ne? Also zumindest wäre es eine Idee, diesen Würfel zu bekommen. Aber wozu brauche ich überhaupt diesen Würfel? Ich muss doch gar nichts drücken. Hä? Da komme ich her, da war nichts mehr, ne? Da können wir nochmal gucken, da war, glaube ich, nichts mehr. Da war nur dieses Monster-Timing-Ding, das ich beim letzten Mal ja geschafft habe. Das war auch gut. So. Und wenn ich mich hier rausflutschen lasse, fliege ich hier gegen die Decke und komme niemals da an den Knopf. Außer... Ich lasse jemanden hinter mir herflapsen oder was, der mich nochmal mit einem gewissen Boost versieht. Nee, das kann eigentlich, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber versuchen wir es mal. Versuchen wir das einfach mal. Wer flapst jetzt zuerst? Jetzt flapst mal ich zuerst. Bringt das dann was? Die braucht ja ewig, bis die mal geflapst hat. Moin, ihr Güte. Hallo. Schön. Ne, das bringt uns auch gar nichts. Oder sollen wir auf die drauf hüpfen, wenn sie jetzt hier... Sollen wir sozusagen bei ihr mitfahren? Ne, das geht auch nicht. Und zurückfletschen tut die uns auch nicht. Ich verstehe das gerade echt nicht, Jungs. Und Mädels und wer auch immer hier noch dabei zuschaut. Jetzt. Ne, das bringt so nichts. Ich meine, ich kann da wunderbar auf den toll animierten Hintern starren, aber das bringt mich nicht weiter. Das da ist alles keine Portalfläche, ne? Also, versuchen wir alles mal ein bisschen anders anzugehen. Ich weiß auch gar nicht, was dieser Knopf da oben bringen soll. Der wird wahrscheinlich den Würfel darunter lassen. Warum ich das so will, keine Ahnung. Da ist ein Portal. So, das Portal hier, das habe ich gefunden. Ja, das ist toll, aber das bringt uns erstmal nicht weiter. Da kommen wir quasi... Ach so, warte mal. Ich bin ja auch ein bisschen blöd, ne? Ich glaube, ich muss einfach irgendwo hier oben ein Portal setzen.
Hier muss ja irgendwo muss hier ja noch eine Portalfläche sein. Irgendwo. Hä, aber sie ist nicht, ist nicht. Hier oben ist... Ich sehe, weiß Gott, keine weitere Portalfläche von hier oben. Verdammte Axt. Und an diesen Knopf komme ich einfach nicht ran. Und da kann doch auch nichts mehr helfen, wenn ich mich hier zweimal doppelt durchfletschen lasse. Warte mal, jetzt bin ich nach rechts. Ach, ich kann hier auch noch mehr eine Richtung geben. Das ist ja super. Können wir mit Anlauf mal rallen. Aber ich glaube, das bringt auch nichts. Rallen! Nee, da komme ich nicht dran, da oben. An diesen Knopf komme ich partout nicht dran. Hä? Oh nein, jetzt ist ja auch mal gut hier. Ideal wär's ja. Wenn ich mich irgendwie mit Schwung hier raus fletschen könnte, ne? Aber dafür müsste ich quasi... Irgendwo müsste eine Portalfläche auf dem Boden sein, dann hätte ich gewonnen. Dann hätte ich tatsächlich gewonnen, wenn hier irgendwo... Da! Ach Mensch! Da ist die Portalfläche, die ich gesucht habe. Sehr schön. Das müsste man jetzt nur noch irgendwie ausnutzen können. So, und jetzt flutsch und jetzt können wir den Knopf da drücken. Komm schon. Okay, aber das ist natürlich auch doof, wenn man die Portalfläche nicht gesehen hat. Das ist... So. Was? Das ging mir jetzt doch ein bisschen zu flugs. Warte mal, darunter werde ich jetzt wieder den ganzen Quatsch normal machen. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Normal. Also das ist im Prinzip das, was wir machen wollen. Und dann kommen wir an den Würfel da oben. Und wieso will ich den Würfel? Das weiß kein Mensch, aber ich will ihn. So, also nochmal flapsen. Das war das Gegenteil von flapsen. Nochmal. Zack. Rauf. Runter, den Knopf drücken hier. Ach genau, und jetzt kann ich so den Würfel mitnehmen. So, den kann ich hier jetzt reinstopfen. Okay, gut, soweit schon mal ganz gut. Was bringt uns das jetzt? Jetzt springen wir hier mal rein. Nein! Oh. Das war knapp, Leute, das war echt knapp. Das hat da oben jetzt irgendwas aktiviert, wie es scheint, aber ich kann bisher noch nicht wirklich beurteilen, was dadurch sich jetzt... Wir brauchen noch irgendwie einen zweiten. Wir müssten also noch einmal flapsen. Also noch einmal hier das richtig treffen mit Anstand. Komm schon. Nein! Och, Junge. Jetzt treffe ich nicht mehr, das ist ja wieder scheiße hier. Den Raum mag ich irgendwie nicht. Ich finde, der ist zu... Flapsig. Das ist irgendwie auch mein Lieblingsverb und das ist gerade für alles verwendbar. Also mein Lieblingsverb ist es nicht, aber es ist gerade so ein Universalwort wie Rally. Nein! Och, wurscht. Noch eine Runde. Ja, wir haben ja so viel Spaß. Saß rein. Och, Jungchen. Ich verstehe echt nicht. Das muss man, da hätte man doch also... So. Ich finde auch, dass man hier durchaus auf der anderen Seite auch so eine Sicherheitstreppe machen könnte, wie da. Weil wenn ich das richtig sehe und da jetzt in dieses Loch fallen würde dahinter, müsste ich das alles normal machen. Also hier so eine kleine Sicherheitsabsperrung wäre das schon ziemlich fancy. Nein. Und dass der hier nicht immer trifft, nervt mich ja tierisch. Jetzt komm schon rein. Ja. So, Runde. Und jetzt müssen wir halt hier irgendwie rechtzeitig nach vorne lenken. Da weiß ich auch noch nicht, welches Timing da das beste ist. Zum Beispiel jetzt. Ja. Okay, wenn wir hier draufstehen, wird das geöffnet. Also müssen wir hier eigentlich nur noch den Klassiker machen. 3, 2, 1, reicht. Das ist ja eigentlich jetzt ziemlich simpel, der Schluss. Da war echt die Schwierigkeit, diese andere Portalfläche zu finden. Wobei eigentlich das Schwere in diesem Raum war natürlich dieser andere Raum mit dem perfekten Timing. Das hier war relativ simpel, muss ich sagen, am Ende. Na gut, schauen wir, wie es weitergeht.
Was ist denn hier los? Die waren aber gerade noch nicht da, die ganzen Barrieren hier. Soll ich die mal alle schön deaktivieren? Ja. Zack. So, jetzt ist die Barriere deaktiviert. Und das müssten wir jetzt eigentlich natürlich mit einer Zeitmaschine machen, damit wir den Würfel transportieren können. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Runter. Zack. Reicht. Jetzt machen wir den ganzen Spaß nochmal neu. Nur halt mit, mit dem Würfel, den brauchen wir ja sowieso nicht hier stehen lassen. Und F. Machst du da mal deinen Job? Dankeschön. Hallo? Eins. Rallen! So, das war die erste Runde. Und das müssen wir jetzt eigentlich, wenn ich das gerade richtig sehe, nur dreimal so machen. Das hier ist sogar noch primitiver, weil wir hier offenbar nur diesen Knopf drücken müssen. Den kriegen wir sogar hier so durch den Würfel. Okay. Und jetzt? Wo ist jetzt hier der Clou an diesem Raum? Irgendwo muss da doch ein Clou sein. Den kriegen wir auch so rum. Und dann müssen wir... Das ist ja... Ich verstehe den Witz an diesem Raum überhaupt nicht gerade, Leute. Dieser Timer ist auch voll genug Zeit, um den Würfel hier einmal durchzutragen. Machen wir nochmal neu, um auf jeden Fall auch nochmal sicher zu gehen. Alles nicht weiter schwer. So, jetzt haben wir den Würfel durch. Wozu sind diese ganzen Portalflächen da an der Seite? Ich meine, das kann man vielleicht auch noch ein bisschen anders machen. Aber warum? Was soll dieser Quatsch? Dieser Raum ist ja totaler Witz. Okay, warum dieser Raum jetzt gerade da war, verstehe ich nicht, aber er war halt da und kann sich mit dem davor einfach um null gar nichts messen. Aber egal, war halt da mal ein anderer Raum. So, was kommt jetzt? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch in diesem Part? Wenn man, das ist doch schon wieder sowas ähnliches wie gerade. Viel Zeit ist nicht mehr, ein halbes Minütchen oder so. Naja. Das sieht jetzt schon ein bisschen spannender aus. Also wir müssen auf jeden Fall langfristig hier eine Kugel reinlegen. Wup, 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 macht mein Handy gerade. Das heißt, der Part ist eigentlich vorbei, aber ich schaue trotzdem nochmal ganz kurz nur manchmal um, was wir überhaupt machen können. Ich sehe nämlich gerade ehrlich... Ah doch, ich sehe einen Knopf. Jetzt kriegen wir eine Kugel, die wir hier ganz schnell durchtransportieren wollen, quasi. Ist der Knopf schon fertig? Ja, ist. Also macht das gar keinen Sinn. Oh. Okay, warte mal. Der Knopf deaktiviert ja auch diese Barriere hier? Nee, die nicht. Schade eigentlich. Sonst gibt es hier aber auch keine Knöpfe, ne? Also nur halt welche, die ich jetzt mit der Kugel zum Beispiel aktivieren könnte, aber so richtige Draufdrück-Dinger gibt's gar nicht. Der hier macht dasselbe mit dem Würfel. Aber das Ding ist, dass wir immer an dieser Barriere hier scheitern. Verschwindet diese Barriere, wenn wir auf den Knopf drücken? Aha. Okay, okay. Also diese Barriere erscheint, wenn wir auf den Knopf drücken. Das heißt, wir müssen hier immer warten und dann eine Zeitreise machen. Das ist aber ganz schön umständlich, du. Ja gut, den wesentlichen Raum würde ich sagen, schauen wir uns im nächsten Part an. Ich habe jetzt doch ein bisschen lange gebraucht am Anfang, einfach nur um diese Portalfläche zu finden. Das tut mir leid, aber dafür habe ich den Raum danach ja relativ schnell gemacht, was auch nicht gerade schwierig war, aber egal. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir Feedback für diesen Part da lasst, mir vielleicht einen Kommentar oder eine Bewertung gebt und auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Wir nähern uns dem Ende, denke ich mal. Viel ist nicht mehr, vermute ich, angesichts der Länge anderer Let's Plays. Und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann. Euer Scully, der Rally.